Schenk mir Beachtung. Nein, Mann. Dafür müsstest du schon besser aussehen als ich. Und wir wissen genau, das ist schwer. Nee, also soweit ich weiß, sollen Accounts, die keine MMR vorher haben, wirklich in Dingens reinkommen. Die sollen in Eisen beginnen. Du musst dich von unten aus hocharbeiten. Ja, das ist so wie in einem normalen Beruf. Du beginnst ja auch immer an dem Schwanz von deinem Boss. Muss ich ja hocharbeiten. Leute, Ronny ist Ehrenmann. Oh, ich habe keine Summoner Spells mehr. Wir haben das verloren. Ey, sie hat noch Heal? Wie keiner von denen irgendwas benutzt hat. Diese Wichser! Diese kranken Wichser! Warum ist der Kali-Wolf offen? Digga, was ist das, Mann? Digga, kann Riot einmal normale Champions bitte releasen? Ich will nicht direkt immer Hämorrhoiden bekommen. Was ein Fotzen-Champion! Einfach unter Tower laufen. Nice Mechanic, Bro! Oh, nice, Leute! Guck dich das an! Unter meinem Tower! Digga, was ist das für eine Kacke, Mann? Ui, das dauert aber schon ein bisschen. Komm, komm, komm! Oh, sie hat keine Shot mehr. Okay. Ist okay für mich. Double Buff, Leute. Nehmen wir an. Wie mein eigener Champion heißen würde. Oh, Leute, das wäre der Sylphman. Was für ein Champion möchte ich denn machen? Ich glaube, in LOL fehlt so ein richtiger Necromancer. Ich glaube, so ein richtiger Necromancer wäre geil. Ein Necromancer ist ein richtiger Totenbeschwörer. Und LOL hat sowas nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also, Yorick, Semi. Aber ich finde, Yorick ist kein Totenbeschwörer. Nicht so aus traditioneller Sicht, sage ich mal. Er ist mehr ein Kinderficker. Hui. Hui. Warum hat er sich nicht direkt gequert? Krass. Nice. Ich glaube, ich bin gar nicht so kacke dabei. Also nicht mehr ganz so kacke. Das ist, glaube ich, so besser ausgedrückt. Was ein dummer Champion! Lol. Yo, get Nash! Krass. Krass, wir haben gewonnen! Wisst ihr, dann nehme ich sie im 1 gegen 1 und dann sowas. Hammer. Oh. Oh shit, oh shit! Hui! Soll ich nicht weggehen? Ich geh mal lieber weg. Oh, overall, my League Experience over the past weeks has been enjoyable. Leute, ihr dürft abstimmen. Hatte ich Spaß in League oder nicht? Oh, Kennen! Nein, nein! Oh, nicht schon wieder Kennen mit. Oh, ein Zentimeter. Ey, wobei, ich muss sagen, der letzte Stream, da habe ich ja zuletzt richtig LOL gespielt. Da hatte ich echt Fun. So, ich hatte euch hier, ich hatte eine chillige Zeit hier, das war chillig. Leute, ihr seid der Grund, warum meine letzte LOL-Erfahrung gut war. Ihr dürft euch mal auf die Schulter klopfen, ne? Ihr könnt sagen,
gut gemacht. Weil wenn ich jetzt nicht gleich sehe, wie ihr euch auf die Schultern klopft, ich schwör's euch, ich hau euch aufs Maul. Also darf, ja, normal darfst du Meth kochen im Hubcam. Leute, ohne Meth wäre das Hubcam nicht das wahre Hubcam. Wie findest du Katharina, dass sie nie, dass du sie spielst? Naja, wenn ich sie nie spiele, finde ich sie wohl scheiße, oder? Quick Meths! Was ist denn das für... What? Ah, so gut! Guck euch an, wie sie geht. Oho, und dann sagt sie noch so Wörter wie Sack am Bleu. Ne, ich greife sie nicht an. Ich hätte sie hier zwar kurz poken können, aber es besteht die Chance, dass ich dann die Mini-Wave angegriffen hätte. Und ich deny mir jetzt gerne ein paar Minis, wenn es sein muss. Den auch. Ich hab sie. Sie kann die Vitals nicht auflösen, wenn ich mich ulte. Das gewinnt sie. Nein, stirbt sie noch? Nein, sie hat sich hochgeheilt. Ich komme mir gerade vor wie so ein dritter Mehrspieler. Digga, senkt sie meine Attack-Speed? Wie hat sie die weit an der Seite bekommen? Leute, das hasse ich an diesem Champion, ja? Ihre W blockt jeglichen Damage ab, blockt jeglichen CC ab, macht Damage zurück, kann ihre Vital proppen und nimmt eurer Mutter auch noch die ganze Attack-Speed weg. So wisst ihr, Riot macht bald so ein Rework, ne? Warte, welcher ist der Grund? Wo lieber Rework, ja? Wenn er Q macht, bekommt er 200% mehr Movement-Speed. So, jetzt passt auf. Das ist die Base. Kommt 200% Movement Speed. Sollte er auf einen Champion drauflaufen, ist er dann ist er noch zusätzlich slow immun, damit er auch wirklich rankommen kann. Und wenn er connected, wirft er euch bis in seinen Nexus zurück. Und dann sitzen die da so bei Riot, ne? Oh. Daddy, erzähl mir mehr. Seine W ist, er brüllt AOE rum. Passt auf, Leute. Aber das Brüllen macht nicht nur Damage. 70% Armor Pen. AOE. Und dann nicht nur ein Daumen, sondern zwei. Oh, 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 oh. Daddy, tiefer. Ey, ich sterb auch noch. Ich kann ihren Tower aber instant wieder zurückholen. Geld verdient, als ich ausgezogen bin, mit YouTube. Wie du als Kind Teenager warst. Leute, ich war der normale Nerd. Ich war dieser Kanaken-Nerd. Die Kanaken mochten mich, weil ich Kanake bin. Die Nerds mochten mich, weil ich Nerd bin, aber ich habe alle gehasst. Hui, die schmilzt aber! Ich kann dann fighten, wenn mein Rage-Bait gestackt ist. Sie hat mich getroffen! Du Fotze! Was das Verstörendste war, was mein Fan je gemacht hat? Er hat mir ein Dildo nach Hause geschickt und meine Mutter hat das Paket geöffnet. Das war echt das Schlimmste. So, keine Ahnung. Das war einer, der war im Rollstuhl und so. Und ich wusste das halt. Und er hat mir halt auch damals auf die alte Fanpage geschrieben. Ich habe ihm halt ein bisschen mehr Liebe gegeben, so, ne? War ja auch alles in Ordnung, dies, das. Aber dann hat er mir zumindest die ganze Zeit geschrieben, boah, Silfi, ich schick dir den Dinger Donger 2000 mit... Was weiß ich auch nach Hause, ne? Ich so, ja, ja. Ich dachte, er joke nur. Ich hab mal gedacht, okay, komm, der labert nur, ne? War halt so ein kleines Kind. Auf einmal komme ich nach Hause, guckt mich meine Mutter so richtig komisch an. Als hätte ich irgendwie, was weiß ich, als hätte ich Schwein gegessen. Guckt ihr mich so an, als hätte ich Schwein gegessen. Dann meinst du so, ja, hey, mein Sohn, du hast ein Paket bekommen. Ich habe es bereits für dich entsorgt und sowas. Ich denke nur so, Digga. So, was entsorgt sie meine Pakete? Und dann kommt so mein Bruder zu mir. Ja, ein Dildo. Er hat ein Dildo zu mir geschickt. So, guckt mich dann so mein Bruder an. Lacht mich erstmal an. Ich so, Digga, was geht ab, Mann? Ich krieg ein Paket, Mama wirft das einfach weg. Und er nur so, sag mal, weißt du nicht, was drin war? Ich so, nein, woher soll ich das wissen? Ich habe kein Paket erwartet. Da war ein Dildo drin,
Mit Gleitgel? Mit so einem künstlichen Sack, wo Haare dran sind. Ey, das hat er zu mir geschickt. Krass, ne? Ja, ich will da nichts sagen. Aber ich hätte euch sowas nicht geschickt. Digga, was willst du von mir, Mann? Kannst den Tower eh nicht halten. Ja, fein, Leute. Fein. Wir haben 1-1 getradet und sie haben hier noch 2 Kills gemacht. Küsschen aufs Nüsschen und Speichel auf die Eichel. Krotze auf die Furze, ey, der ist auch gut. Digga, dein Ernst? Denkst du, kannst mich aufhalten oder was? Hui! Hui! Knapp angelegen hat. Easy, Boys.